Die haben beide denselben Emote, glaube ich. Okay, let's go. Battlefield. Ich denke, hier ist niemand überrascht an der Stelle, dass Battlefield die erste Stage ist. Guck mal, wer da miteinander spielt, Digga. Spielen die normalerweise nicht miteinander, oder was? Ich hab gerade das Digga, ich spiel jetzt nicht ernsthaft so auf. Ach so, okay. Ja, wir kommen ja sonst nie zum Spiel. Okay, die wohnen zusammen. Es spielen gerade Maxi und Marius. Marius und Maxi spielen. Viel wichtiger aber gerade, das Grand Final hat gestartet. Ja, Niki hat sich hier einen soliden Vorteil gesichert in den ersten 25 Sekunden dieses Matches. Arthur hingegen hat diesen Stock an die Heilsarmee gespendet und manchmal muss es eben sein. Mal sehen, ob er ein gutes Opening bekommt. Oh, schön den Spot-Dodge abgewartet. Ein bisschen vorzeitig beendet mit diesem Tipper, weil, naja, er kriegt Niki eine Edgeguard-Situation, aus der er aber nicht so sonderlich viel rausbekommen kann. Ah, und jetzt kommt der Tipper. Naja, okay. Oh, aber der Up-Tilt mit der Bizeps-Hitbox? Entschuldigen Sie. Totgleich. Oh, der Double-Jump-Konter. Einer der besseren Invincibility-Abwarte-Moves. Ja, und da hat es diesmal nicht funktioniert. Niki war diesmal bereit, hat gesagt, nö, da springe ich nicht nochmal rein, ich bin euch blöde. Okay, Double Jump, damit er schneller am Boden ist mit der Back Air. Clever. Mir scheint, dass Niki schlicht und ergreifend das solidere Punish Game hier mit auf den Tisch bringt. Arthur muss aus seinen doch wenigeren Openings auf jeden Fall mehr machen. Es ist ja eh so, dass man gegen Fox das Neutral Game gut und gerne mal verlieren kann, mit jedem Charakter, vielleicht mit Falco nicht so richtig wie mit allen anderen, aber mit jedem anderen Charakter ist Fox schon sehr, sehr gut im Neutral einfach. Hervorragende Tools halt. Und viele Charaktere haben dann aber den Vorteil, dass Fox sich sehr leicht comboen lässt. Also leicht ist natürlich jetzt auch relativ, aber auf dem Level ist jetzt hier wahrscheinlich nichts mehr so richtig leicht. Aber ich sag mal so, Marv's Punish Game gegen Fox ist auf jeden Fall eine ganz schöne Hausnummer. Und da kommt eine Back-Air, genau, er weiß, die Up-Air bringt ihn nicht zu viel und Arthur recovert aber mit einer Side-B, mit einer Neutral-B, mit den Nooches. Und ja, das ist der Stock, aber 76%, das reicht ja teilweise schon aus, ne? Also er kann jetzt hier nichts mehr so richtig Crouch-Canceln und das könnte die Back-Air sein, die den Stock besiegelt. Jupp, kompletter Stock vorne für Paula Software's very own Niki. Niki, glaube ich, auch das erste Mal auf einem Berlin-Weekly, oder? Also das erste Mal als Berliner sowieso, aber ich weiß gar nicht, ob er vorher schon mal auf einem Jedo war, so als Teilnehmer. Auf größeren Turnieren war er auf jeden Fall schon. Krass. Aber jetzt, wo er Berliner ist, fühlt es sich auch nicht mehr so schlimm an, sollte er gewinnen. Vielleicht noch eine ganz lange Zeit mal. Und das ist es. Game 1 geht an Arthur, an Niki. Relativ deutlich mit zwei Stocks, aber, warte mal, das Auto-Update, ja, nice, mit zwei Stocks Vorsprung, aber davon lässt sich Arthur mit Sicherheit nicht beirren. Arthur, kürzlich Vater geworden und verheirateter Mann jetzt. Was, echt? Ja, in der Pandemie ist einiges passiert im Leben des jungen Herrn Arthur, auch bekannt als Caron, auch bekannt als Ed-Vizepräsident, das menschliche Fahrrad. Mal gucken, ob er hier nochmal einen Gang hochschalten kann. Final Destination ist ja prädestiniert für hervorragende Marv-Punishes und dann schauen wir mal jetzt. Vor allem ist es eine gerade Strecke, das heißt, ein Fahrrad kann das sehr gut drauf fahren. Sehr korrekt. Aber jede Stage ist eine gerade Strecke außer Yoshi's Story. Ja, aber bei denen gibt es auch Hügel manchmal. Nicht? Ah, manchmal gibt es Hügel, true. Und manchmal ist da Wasser, das ist auch nicht so gut. Okay, den ersten Stock hat Niki ein bisschen weggeschenkt und ja, Arthur probiert jetzt das Beste daraus zu machen und sich den Vorteil auszubauen. Schmiert bei seinem Chain Grab ab. Es sieht mir so aus, als hätte der junge Vater und frisch verheiratete Mann nicht so viel gegrindet an seinem Punish Game und kommt hier unvorbereitet daher als Niki offenbar. Niki hat sich selbstverständlich die ganze Woche darum auf dieses Turnier vorbereitet, indem er mit Ice Climbers auf Netplay Leute gecheased hat. Und ja. Und Arthur hat sich auf das Turnier vorbereitet, indem er auf Netplay Leute mit Mars gecheased hat. Nein, Arthur? Hat Arthur Netplay gespielt? Weiß ich nicht. Ich glaube, Arthur spielt kein Netplay. Oh mein Gott, aber es gibt durchaus die eine oder andere Ken-Combo. Samu hat neulich getweetet, Ken just calls it Combo. Ich meine auf eine Art. Und da gab es so viele geile Antworten. Da war noch Mango just calls it the. Oh! Und das Edgeguard ist in den Büchern, wie Lemurenkönig zu sagen pflegt. So was sagt Lemurenkönig. Hat er heute schon den ganzen Tag gesagt, das ist seine Phrase, mit der ist er heute hier angereist. Ja. Oh, und das könnte es sein, und das ist es, 1-1. Das ist das erste Game, das Arthur heute gegen Niki zieht, wenn meine Informationen stimmen. Und es war ein deutliches. Niki hat sich im ersten und im letzten Stock dazu hinreißen lassen, dich selbst zu verlassen, ohne Gegeneinwirkung.
Das ist stark von Arthur, dass er ihn so sehr pressert. Genau, genau, so sehen wir das. Okay, Yoshi's Story. Das ist der Fox-Counterpick dieser Tage, ne? Ich sehe das nicht so richtig. Oh! Okay, aber Arthur, sehr gute DI hier, aber das reicht nicht. Wenn du mit dem Rejump probierst, Niki covert das. Niki hat das auf Reaction covern können, hat er im Blut, sag ich mal. Die Nairs von Karon bringen mich um. Was geht, Dicker? Ey, Alex ist da. Alex, ich glaube, er mag die Nairs nicht. Die bringen ihn um im Sinne von wie? Naja, hat er noch nicht gesagt. Oh, shit. Oh, ich dachte, da geht wieder einer an die Heilsarmee, aber nein. Okay, ja, ne, Bizeps-Hitbox, keine Frage. Da wird man wieder vorzeitig beendet. Ich glaube, den wollte er reverse machen. Okay, verstehe. Weil, okay, oh. Arthur, 3 F-Smashs in Folge an derselben Stelle. Und Niki lebt. Ey, verrückte DI. Ey, ganz mal, when in doubt, sag verrückte DI. Es war halt kein Tipper. Warum sind die Side-Bees seit 4 Jahren? Ah, guck mal. Alex sagt, er macht die Nairs immer in die Corner rein und die werden immer CC grabbed. So, das ist natürlich der Insight, den ich jetzt gebraucht habe. Dankeschön, Alex. Ich habe mich eh gefragt, warum Arthur mit diesem Nairs approach, aber vielleicht denkt er sich was ganz Besonderes dabei. Im Moment sieht es aber so aus, als würde er hier ordentlich die Achterbahn in sein Gesicht gefahren bekommen. Oh, schöner Shine-Grab in place. Antizipiert, dass Arthur nach der Hitbox mit nichts mehr ready ist. Und das könnte ein Force-Dock werden. Wird jetzt schwierig zu Force-Docken, aber noch viel schwieriger ist es für Arthur, dieses Match noch zu gewinnen. Und da ist der erste Stock flöten gegangen. Aber wenn es jemand hinkriegt, dann ja wohl einen Marv gegen Fox. Das ist ja wohl klar. Da ist der erste Grab, ja, das Opening weiterhin, schöner Reset auf dem Boden und immer noch die Combo am Laufen. Und da war er sich nicht sicher, hat ein bisschen an sich gezweifelt, wusste nicht genau, ob er es readen kann, hat probiert zu reacten und dann hat es nicht geklappt. Aber mit den Shy Guys zusammen nochmal eine kleine Downair auf der Top-Plattform gestartet, straight von der Seile runtergefallen. Da hat die Downair verfehlt und das könnte auf jeden Fall das Ende dieses Matches für Arthur sein. Ich meine, er kommt zwar zurück, aber diese 67%, ja, die waren dann teilweise schon, die waren an der Stelle schon zu viel, glaube ich. Und das ist Game 3. Niki führt 2-1. Matchball in Nikis Feld. Und Arthur führt ihn jetzt wahrscheinlich auf eine Stage, die da Pokémon Stadium heißt. Und da sind wir schon. Ist Stadium eigentlich frozen in dieser Version? Ja. Oh. Das fällt gar nicht auf, ne? Die Matches, die. Naja, ich hab halt Ewigkeiten keine Transformationen gesehen. Wahrscheinlich wäre es mir aufgefallen, genau, wenn ich eine gesehen hätte. Ja, voll. Ich habe gegen Maxi, glaube ich, 2 Games da gespielt und gegen Lemurenkönig 1. Wir holen uns schon so einen Dyson-Luftreiniger, oder? Damit wir mal erwachsen gamen können. Ja, können wir machen. Wir stinkige Luft. Ich entscheide das hier nicht. Hey, warte, hat Maxi nicht sogar so ein Ding? Das kostet nur 300. Oh, let's go. Okay, das ist der erste Stop. Versteht man es jetzt wieder besser? Ich glaube, da war ein kleines Problem mit dem USB-Port. Und schon wieder eine F-Smash, mit der er vorzeitig seinen Punish beendet. Ich habe das Gefühl, Arthur will hier ein bisschen faul das Ganze nach Hause holen. Und da lässt sich Niki natürlich nicht beirren. Aber schöner schön an die Ledge gegangen. Ja, sorry Alex, das Mikrofon war kurz ein bisschen rausgezogen aus dem USB-Anschluss. Niki geht für die Back-Air, probiert nicht mit der Up-Air zu finishen, weil, wie wir gelernt haben, er weiß, wann die Up-Air killt und wann nicht. Und der hätte sie nicht gekillt, aber er hat den Stock dann doch noch gezogen und hat Arthur gemarf-killert. Arthur jetzt Tournament Stock. Es könnte das Ende seines Runs heute sein. Und dabei ist Arthur als amtierender Champion hier reingegangen. Aber er hat Niki nicht auf dem Schirm gehabt. Oh mein Gott! Okay, alles klar. Da ist doch mal die Nair als Combo-Extension gut mit reingekommen ins Spiel nach dieser Fair. Da kann sicherlich nicht mal Alex mehr meckern. Aber ja, Niki weiterhin seinen Vorteil am Ausbauen. Und das ist es. 3-1.
gewinnt Niki Jedo 88 die Rückkehr der Jedo-Ritter. Achso, nein, aber was mache ich denn? So, hier. Und Niki hat's geschafft. Das war Jedo 88. Nicht geil genug, aber die Kombo war sehr geil. Ich muss zurück zu meiner Frau und auch meinem Kind. GG's. Wir haben dem Chat schon erzählt, dass du anderweitig okkupiert warst. Deswegen hat er die ganze Zeit so ungeduldige F-Smashes gemacht, weil er ungeduldig war. Warum geht jetzt nach Hause und ist ein Familienmensch? Ja, Mann. Glaubt man gar nicht, ne?